Willkommen zurück bei meinem tollen Let's Play Dead Space Blind. So, wir haben letztes Mal aufgehört bei der Intensivstation und da springen wir jetzt auch direkt mal wieder rein. Nein, falscher Slot. Ne. Das Spiel regt mich gerade wieder auf. Okay. So. Heute bin ich wieder allein in meinem Zimmer. Aber ich habe hier noch was ganz anderes Tolles. Ich war nämlich am Wochenende mit meiner Familie in Holland gewesen. Und dort haben wir uns solche pikanten Mischungsteile geholt. Und ich habe hier gerade so ein... so einen ganzen Kegel. Also das Teil ist richtig groß. Da sind hunderte wahrscheinlich drin gewesen. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Minus eins. Aber auf jeden Fall, die sind mit Wasabi. Wer kennt Wasabi? Wer kennt's nicht? Egal, das Teil ist scheiße scharf. Das sind irgendwelche Reisteile, die mit Wasabi umrundet sind. Und ich muss jetzt regelmäßig ein paar von denen fressen. Einfach weil ich Bock drauf habe. Und mit vollem Mund darf man nicht sprechen. Ich werde es hin und wieder wahrscheinlich trotzdem tun. Und darüber fluchen, wie scharf die Teile sind. Aber jetzt esse ich erstmal noch vier Stück auf einmal. Und das war's erstmal mit dem Fressen. So. Mhm. Also. Letztes Mal haben wir hier das Thermit benutzt mit dem Shockpad, um das aufzuschießen. Okay, Sie sind durch. Bis zur Leichenhalle sollte es sicher sein. Die Codes sind an der Leiche des Captains. Genau. Da wollen wir jetzt nämlich hin. Uns wurde aufgetragen, dass wir die Rig des Captains suchen sollen. Und das machen wir jetzt auch. Mit den Türen, die diesmal nicht so lange brauchen. Das ist toll. Und ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Hier kommt bestimmt gleich wieder irgendwas. Das sieht vertrauenserweckend aus. Hier spricht Medical Officer Nicole Brennan und ich hoffe, ich bin im ganzen Schiff zu hören. Wir brauchen mehr Hilfe. Wir haben nicht genug Leute, uns um so viele Fälle zu kümmern. Niemand will uns sagen, was hier los ist. Diese Wunden. Wir sind auf sowas nicht vorbereitet. Gott. Bringen Sie ihn zu dem Tisch. Halten Sie ihn fest, Schwester. Drücken Sie ihn nach unten. Himmel. Ende der Aufzeichnung. Das war Nicole, oder? Ich kann von hier aus nicht sehen, wie alt der Eintrag ist. Ich bin sicher, dass sie hier irgendwo ist. Also, wer es noch nicht irgendwie mitbekommen hat, die Frau, die wir gerade gesehen haben, das war die Frau oder Freundin von unserem tollen Protagonisten Isaac Clarke. Und die ist hier eigentlich auf dem Schiff auch gewesen. Und ja, jetzt müssen wir gucken, wo die abgeblieben ist. Unter anderem. Aber das sieht mir nicht so nett aus. Da kommt doch irgendwas dann raus. Das ist doch so offensichtlich und jetzt hängt er an der Wand fest. Ach, und wie ich diese träge Steuerung fast schon vermisst habe. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt. Jetzt nehme ich wieder auf und reg mich über Türen auf, die viel zu lange brauchen. Ja, und jetzt sind wir in der Klinik auch angekommen, die sehr benutzt aussieht. Das ist wahrscheinlich der Warteraum oder so. Ja. It's time. Wie mein Bruder mir gesagt hat, werden wir das noch einige Male an den Wänden lesen können, genau wie so einige andere Sachen. Wahrscheinlich auch ein paar Tipps, aber ich habe keine Lust, jedes Mal hier an der Wand rumzuhängen. Weil das zieht das LP auch nur unnötig in die Länge. Und wenn ihr das lesen wollt, kann ich hier mal kurz halten, hingucken. Und dann könnt ihr euch auch umschauen. Ah, hier ist doch kaum mehr jemand. Wer schmeißt denn da alles um? Ich merke schon, ich bin gerade viel zu locker dafür. Gleich wird irgendwas passieren und ich raste aus. Ah! Ah! Warum? Ich wusste es. Ah, komm her. Scheiß Viecher. Weg.
Zumindest ist das Instant Kill gegen die Viecher. Komm her. Komm her. Raus mit den Tentakelchen. Leute, das kann nicht angehen. Ich hab's. Das Spiel liegt es, glaube ich, echt drauf an. Ah, ich hab's vorhin gesagt. Leute, da wird gleich irgendwas kommen und ich raste aus. Und was ist passiert? Ah. Leute, das ist echt blind. Falls ihr denkt, das war gespielt, nein, ist es nicht. Und ich glaube, es ist ja auch noch nicht vorbei. Leider. Weil was will man von einem Horrorspiel anderes erwarten? Das war so. Werfen kann man das doch auch, ne? Hä, wie denn? Ah, okay. Hauptsache, das Tag geht nicht kaputt. Geld. Geld ist immer gut. Na, das ist Sauerstoff. Och nee, dann verlieren wir hier nachher auch noch sämtliche Sauerstofffunktionen. Ob man das so reinschießen kann? Anscheinend nicht. Obwohl noch ein Versuch. Nein. Dann halt auf die alte Art und Weise. Jetzt haben wir hier Licht. Ein Fortschritt. Ich traue dem Braten nicht. Überhaupt nicht. Haha! Ja, wir haben Erfahrung. Drei Viecher aus einem Teil. Was ist das? Plasma. Gut. Ich glaube aber Munition haben wir mittlerweile viel zu viel. Mein Bruder regt sich auch schon darüber auf, dass ich hier die ganze Zeit die Munition am Bunkern bin. Wie blöd. Ich glaube, ich könnte die besser verkaufen für Energieknoten. Jetzt irre ich hier erst... Also, jetzt erstmal hier noch umgucken. Hier ist eine verschlossene... Ein Aufzug. Gut. Diese Drecksviecher. Übrigens, ich werde, wie ich auch in einem Kommentar geschrieben habe, nicht mehr auf jeden möglichen Scheiß drauftreten. Nur weil ich denke, ja, da kommt dann noch ein Item raus. Weil mir wurde gesagt, dass das erst bei Dead Space 2 der Fall ist, dass man dann auf die Gegner drauftreten muss. Und dass sie dann die Items erst droppen. Sieht der nicht schon verwüstet genug aus? Ah. Mann! Ah! Diese Musik, die... Weg damit. Komm. Ja. Raus. Hey, raus mit den Fühlern. Danke. Eieiei. Ja, dieser Lichtschein. Ich habe eher erwartet, dass es von rechts irgendwas kommt. Das war so offensichtlich. Ich meine, ist das Spiel echt so berechenbar? Okay, aber dass der eine von links kommt, damit habe ich nicht gerechnet. Uah! Und das Dekoma, damit habe ich auch nicht gerechnet. Aber anscheinend... Was? Noch mehr? Ja, okay, komm her. Ach, du bist es. Na komm. Klappe. Jetzt ist wieder ruhig. Ach, die Atmosphäre ist toll. Mir wurde gesagt, dass ich diese Energiesperre nur dann aufmachen soll, wenn ich entweder derbste Munitionsprobleme habe, was gerade ja nicht der Fall ist, oder wenn ich Geldnot habe. Und weil das nicht der Fall ist, weder das eine noch das andere, werden wir die Energieknoten nicht mehr daran verschwenden. Ah. Starter Pack. Mal gucken, wie es in unserem Inventar aussieht. Wir sind voll. Oder? Wir können die Sache nicht irgendwie... Aber wir haben noch einen Knoten übrig, das heißt, wir könnten an eine Werkbank mal vorbeischauen. Ach, das ist toll. Das ist lustig. Ich werde es hassen. Ich hab's in der Ankündigung ja schon gesagt.
Ich werde das LP hassen. Ruhig, Leute. Ich höre mir das erstmal an. Okay? Hat jemand was dagegen? Nein. Hallo? Kann mich jemand hören? Mein Name ist Aline Fisk. Ich bin gerade hier aufgewacht und alle anderen waren weg. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Warum sind alle gegangen? Ich werde sie jetzt suchen gehen. Wenn Sie das hier hören können, dann kommen Sie bitte her. Ich höre ein Krassen im Innern der Wände. Hallo? Wer ist da? Sind Sie Arzt? Warum sind alle... Moment, ich kenne Sie doch. Sie sind Harris, der Gefangene aus der Kolonie. Sie haben die Krankenschwester umgebracht. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Bitte! Hat sie anscheinend doch noch jemanden gefunden. Aber anscheinend nicht den, den sie erwartet hat. Und ich erwarte ganz bestimmt hier gleich wieder irgendetwas. Diese Vorsprünge hier, die sind ideal, damit sich dahinter irgendwas verkriechen kann, was dann rausspringt und mich wieder aufregt. Hauptsache, die werden nicht irgendwann hier aktiv. Anscheinend nicht. Einen Moment.